Was ich in diesem Video jetzt kurz zeigen möchte, ist, wie man eine Aufgabe zu einem Schaltvorgang oder Ausgleichsvorgang in LTSpice löst. Und das möchte ich demonstrieren. Und dazu gebe ich mal meinen Bildschirm frei an der Aufgabe 164 aus unserem Übungsheft. Da ist eine Induktivität drin hier. Die ist gegeben mit 23,77 Mikrohenry und einem Serienwiderstand. Also da ist jetzt kein richtiger Widerstand in Reihe zu der Spule, das ist einfach der Kupferwiderstand der Spule, der Widerstand aus dem, der Widerstand des Drahtes, aus dem die Spule gewickelt ist. Und mit einem Schalter wird diese Induktivität an eine Gleichspannungsquelle angeschaltet. Und was dann passieren wird, ist, dass natürlich über diesen Schalter diese Induktivität mit Strom aufgeladen wird. Und wenn Strom durch die Spule fließt, dann gibt es ein Magnetfeld in der Spule und in diesem Magnetfeld ist jetzt praktisch Energie gespeichert. Ja, und Strom würde so in dieser Masche hier, in diesem Kreis fließen. Und das, was jetzt passiert, wenn man den Schalter öffnet, dann wieder, ja, nach einer gewissen Zeit, 94 Mikrosekunden, wird der Schalter geöffnet, dann kann der Strom nicht mehr hier lang fließen. Da muss der Strom andersrum fließen, da muss der Strom hier lang fließen über diesen Widerstand. Und dieser Widerstand ist vergleichsweise groß. Der hat 100 Ohm. Ne? Das ist 400 mal größer ungefähr als diese 0,4 Ohm oder 250 Milliohm hier. Und das heißt, dieser große Strom, den wir jetzt hier aufgebaut haben über diesen kleinen Widerstand, der muss jetzt durch diesen großen Widerstand fließen. Aber der Strom kann nicht springen. Die Induktivität, die will, die möchte diesen Strom unbedingt weiter treiben. Und deshalb kann man schon mal so ein bisschen sagen, was hier passieren wird. Ist, wir werden hier eine sehr große Spannung bekommen. Ja. Aus den 2 Volt, mit dem wir das hier aufladen, dadurch, dass der Widerstand hier ein paar hundert Mal größer ist, werden wir auch ein paar hundert Volt irgendwie rausbekommen. Vermutlich aus dieser Induktivität über diesen Widerstand. So, aber natürlich ja, nur für eine kurze Zeit, weil viel Strom, viel Spannung heißt viel Energie, viel Leistung oder viel Leistung und viel Leistung in mit begrenzter Energie heißt dann eben kurze Zeit. Ne? Also das vielleicht schon mal so vorweg, so als Überlegung, was hier so passiert. Und das Ganze möchte ich jetzt mal in LTSpice simulieren und dazu klicke ich hier auf ein neues Schaltbild und brauche als erstes mal eine Spannungsquelle, die finde ich unter Component. Und dann heißt die Voltage und die klicke ich mir so hin, so wie das da drüben aussieht, auf die linke Seite. Dann brauche ich jetzt mal Widerstände. Die Widerstände finde ich hier bei Resistor. Da nehme ich einen Widerstand R1, den packe ich mal gleich, da muss ich nicht so viel umbenennen, hin, da wo R1 ist. Und hier den Widerstand R2. Wenn ich auf das R2 klicke, kann ich das auch umbenennen und kann das jetzt RL nennen oder so direkt irgendwie. RL, ich nehme das mal. Ups. So. Dann brauche ich noch eine Induktivität, die finde ich auch hier. Dann brauchen wir noch eine Masse, die packe ich mal so, dass die unten an der Quelle liegt. Die braucht man immer für als Bezugsknoten für die Knotenspannungsanalyse, die hier stattfindet. Ist eigentlich immer schlau, das meistens an das negative Potenzial von der Spannungsquelle hinzupacken. Und dann ja, brauche ich eigentlich noch einen Schalter. Wie wir mit dem Schalter umgehen, das sehen wir gleich. Ich bin immer kein großer Freund davon, Schalter zu simulieren, weil das unglaublich komplex ist. Das werden wir gleich sehen. Oder nicht unglaublich, aber zumindest macht das die Sache unnötig kompliziert und meistens kommt man auch ohne diese Schalter ganz gut aus. Weil wir das einfach auftrennen in einen Einschaltvorgang, wo der Schalter geschlossen wird oder sich schließt und in einen Ausschaltvorgang, wenn der Schalter sich wieder öffnet. So, die Schaltung haben wir da, wir haben eine Masse. Jetzt brauchen die Werte, die Bauelemente, die Quellen und so noch Werte. Die Spannung hier sind 2 Volt, so wie das in der Aufgabe steht. Der Widerstand hier sollen diese 252,8 Milli sein. Milli kann ich auch als Milli schreiben. Und die Induktivität hier sollen 23,77 Mikro sein. Mikro kann ich mit einem U schreiben. Und dann steht hier, der Serienwiderstand der Induktivität sind standardmäßig 1 Milliohm. Naja, wenn ich jetzt hier noch 1 Milliohm drin habe im Vergleich zu den 250 Milliohm da oben, sind das natürlich nicht viel. Ich setze das trotzdem mal
manuell auf 0. Wenn meine Tastatur mich denn lässt, das ist jetzt der Fall. So, und dieser Widerstand, der sollte ja demgegenüber ziemlich groß sein, 100 Ohm. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist, wir brauchen noch so eine Anfangsbedingung und am Anfang soll, ergibt sich ja so ein bisschen aus dem Zusammenhang, soll der Strom durch die Induktivität natürlich 0 gewesen sein. Und das kriegt man jetzt nur so ein bisschen trickreich hier hin, indem ich hier unten auf diesen Wert klicke und hinter schreibe, IC ist 0, IC steht für Initial Condition, das ist die Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung des Stromes durch diese Induktivität. Und jetzt kann man damit eigentlich schon simulieren. Und zwar, naja, solange wie hier steht, 94 Mikrosekunden, 94 Mikro. Und wir wollen eben diese Anfangsbedingung nutzen. Und wir wollen nicht, dass Spice oder AT-Spice uns schon vorher den eingeschwungenen Zustand ausrechnet. Deswegen diese Initial Operating Point Solution, ne, was wäre eigentlich der Arbeitspunkt dieser Schaltung, das soll nicht passieren, das soll geskippt werden. Die Abkürzung, die dafür hinzukommt hier unten, wenn ich das anklicke, dieses UIC ist vielleicht etwas schöner, weil es nicht so diese Verneinung hat. Das heißt, Use Initial Condition, benutze einfach die Anfangsbedingung und die Anfangsbedingung hier steht, der Strom ist 0. So, und jetzt können wir uns den Strom durch die Induktivität anschauen mit dieser Stromzange hier. Und dann sieht man, der Strom steigt von 0, der soll bei 0 anfangen, steigt anhand einer Exponentialfunktion an, nämlich auf, und jetzt kann ich hier draufklicken und kann hier am Ende, kann das mit der Tastatur hier bewegen. Und dann sieht man, bei 94 Mikrosekunden habe ich ziemlich genau 5 Ampere erreicht als Strom. Okay. So, das war das Einschalten. Das speichere ich jetzt mal ab als Aufgabe 164 einschalten. Und auch das, diese Plot-Settings, speichere ich auch mal ab als Aufgabe 164 einschalten. Vielleicht hätte ich einfach nochmal neu simulieren sollen. Weil ich glaube, dann hätte das jetzt den Namen automatisch ergänzt, aber egal. So, also nochmal kurzer Check, wenn ich das jetzt simuliere, sollte dieser Plot automatisch aufgehen mit dieser Einstellung. Genau, das macht er auch. So, das war das Einschalten. Jetzt kommt das Ausschalten. Wir machen diesen Schalter hier wieder auf. Und wenn ich diesen Schalter, ich nehme jetzt diese Schaltung und speichere die einfach nochmal ab unter Ausschalten. Und wir hätten vielleicht noch die Spannung UR1 über den Widerstand grafisch darstellen können. Das kann ich ja nochmal machen. Ich mache jetzt mal die Schaltung zu und hole mir einfach die alte hier nochmal mit rein. Klicke nochmal auf Simulieren. Also hier haben wir den Strom und hier habe ich jetzt, wenn ich hier klicke, habe ich die Spannung UR. Ich gebe mal diesen Knoten. Wenn man jetzt hier unten hinschaut, dann sieht man, das ist der Knoten 001 von der Knotenspannungsanalyse. Dem gebe ich jetzt mal noch einen sinnvollen Namen, indem ich hier so ein bisschen rauszoome. Und hier mit diesem Label Net kann ich das beschriften, diesen Knoten. Die Spannung an diesem Knoten, die entspricht der Spannung über den Widerstand, der Spannung UR. So, das vielleicht nochmal einmal kurz abgespeichert. Mit Space kann man dann wieder schön zoomen, nochmal simuliert. Und jetzt kann ich diese Spannung plotten. Und dann sieht man die Spannung UR, die geht eben, naja, wenn die Quelle an ist, na klar, sieht die sofort die Quellspannung. Das ist jetzt dann aber auch keine große Überraschung. Ja. Das ist für den Ausschaltvorgang ist das vielleicht ein bisschen interessanter. Deswegen lösche ich mal die hier einfach wieder raus und mache das mal zu oder lasse das vielleicht einfach offen. Öffne mir jetzt aber wieder die Schaltung fürs Ausschalten und versuche mal diese Fenster jetzt hier so hinzubekommen. Das ist das Einschalten, das ist das Ausschalten. Boah. Okay, so, und fürs Ausschalten muss jetzt die Quelle weg. Meine Masse, die verschiebe ich mal hier an die Seite
Das kriege ich hier gar nicht so schön hin, weil ich nicht, muss ich mal das Fensterchen ein bisschen verschieben, weil ich das Handsymbol gar nicht sehe. Ja. So, also die Masse packen wir mal hier jetzt in die Mitte hin. So, und jetzt ist eigentlich das Einzige, was man machen muss, um diesen Ausschaltvorgang hinzubekommen, ich muss die Anfangsbedingungen ändern. Also ich muss jetzt nicht sagen, der Strom war 0, sondern der Strom waren 5 Ampere. Die 5 Ampere, die wir hier rausbekommen haben am Ende dieses Verlaufes. Ja, die brauche ich jetzt als Anfangsbedingung. Und dann ist so ein bisschen die Sache, wie lange ich hier simulieren muss. Ich habe ja gesagt, das geht jetzt deutlich, deutlich kürzer. Wahrscheinlich brauchen wir nie und nimmer 94 Mikrosekunden. Ich mache mal aus den 94 Mikrosekunden, ich mache das mal viel weniger, ich mache da mal 10 Mikrosekunden aus. Vermutlich ist das noch ziemlich lang, aber wir werden das sehen. So, dann simulieren wir das mal. So, und dann geht ein neues Plotfensterchen auf, nämlich fürs Ausschalten. Ich mache mal die Schaltung hier ein bisschen größer, die auch nochmal größer. Also das ist Einschalten, das ist das Diagramm zum Einschalten, das ist Ausschalten. Das wird jetzt das Diagramm zum Ausschalten. Wenn ich mir hier den Strom anschaue, sollte der bei 5 Ampere starten und er geht ziemlich schnell runter. Ja, die 10 Mikrosekunden sind immer noch ziemlich viel. Ich ändere die vielleicht mal wirklich auf 2 oder sowas. Also das nochmal kurz angepasst auf 2 Mikrosekunden. So, wir sehen, wir starten mit 5 Ampere, wir haben exponentiellen Abfall. Und jetzt ist natürlich spannend zu haben hier die Spannung UR. Dafür beschrifte ich mal wieder, das habe ich natürlich vorher, hätte ich das schon mal machen sollen und kopieren sollen. Dafür beschrifte ich mal wieder hier oben diesen Knoten, da wo ich wirklich die Spannung über den Widerstand habe. Und also, oder das Potenzial an diesem Knoten und der Masseknoten ist ja hier unten auch angeschlossen. Das nochmal simulieren und dann können wir uns diese Spannung angucken. Und diese Spannung ist jetzt ganz spannend. Die ist eben wirklich ein paar hundert Volt groß. Ja, also wir geben 2 Volt hier rein mit der Quelle, mit 2 Volt, mit nur 2 Volt laden wir diese Induktivität hier auf. Das dauert nicht lange, aber relativ lange. Es dauert irgendwie 100 Mikrosekunden oder so würde das dauern, bis wir die jetzt hier richtig oder vielleicht noch ein bisschen länger, bis wir die richtig aufgeladen haben. Wir brechen das aber nach 94 Mikrosekunden ab, sodass durch die Induktivität 5 Ampere fließen. Also wir haben eine kleine Spannungsquelle, die kann aber einen hohen Strom liefern. Die muss ja diese 5 Ampere liefern können. Und jetzt schalten wir die Spannungsquelle wieder aus. Und dann möchte die Induktivität, die im Magnetfeld gespeicherte Energie, die muss jetzt irgendwo hin. Die Induktivität möchte den Strom unbedingt weitertreiben, schiebt diesen großen Strom, die 5 Ampere durch diesen großen Widerstand. Und dann kann man sich überlegen, okay, 5 Ampere mal 100 Ohm. Ja, es macht eben 500 Volt. Und warum stehen hier minus 500 Volt? Naja, weil der Strom ja nach unten weiterfließt, umgekehrt in entgegengesetzte Richtung durch diesen Widerstand. Deswegen haben wir über den Widerstand jetzt minus 500 Volt. Aber eben eine sehr große Spannung, also gegenüber den 2 Volt hier 250 mal mehr. Naja, und warum? Weil dieser Widerstand eben hier deutlich größer ist. Eigentlich wäre der sowas wie 400 mal, knapp 400 mal größer wie dieser Widerstand hier. Aber wir laden ja die Induktivität nicht auf diesen vollen Strom auf, der sich aus dieser Quelle hier ergeben würde. Ne, deswegen schaffen wir hier nicht die 400-fache Spannung, wir schaffen nicht 800 Volt, sondern nur 500. Wenn wir länger aufladen würden, dann würden wir auch knapp an die 800 Volt rankommen, die sich daraus ergeben. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was ist so Sinn und Zweck einer solchen Schaltung? Naja, zum Beispiel, wenn man sowas wie einen Hochspannungsgenerator bauen möchte, oder wenn man sowas wie einen Elektroschocker bauen möchte oder sowas wie ein Weidezaungerät. Ne, ich habe eine Autobatterie, die hat eine begrenzte Spannung, 6 Volt oder 12 Volt oder 24 Volt, je nachdem, was das so für eine Batterie ist. Und mit 6 Volt, 12 Volt oder 24 Volt kann man jetzt aber kein Rindvieh davon abhalten, eine Weide zu verlassen, wenn man diese Spannung an einen Weidezaun anlegt. Da braucht man schon ein bisschen mehr Spannung. Und die Spannung kriegt man zum Beispiel aus solcher Schaltung. Zwar immer nur kurzzeitig und nicht dauerhaft, aber wenn das so
einmal pro Sekunde eben so einen großen Spannungsimpuls an so einen Weidezaun anlegt, dann ist das für so ein Tier und auch für einen Menschen natürlich einigermaßen unangenehm, so dass man keine große Motivation hat, diesem Zaun zu nahe zu kommen oder ihn längerfristig zu berühren, geschweige denn zu durchbrechen. Und letztendlich, wenn man mal an so einem Weidezaun steht, dann merkt man, das ist, oder an so einem Weidezaun gerät, da ist dann ein Relais drin, was über einen Timer gesteuert ist, was im Endeffekt die ganze Zeit so einen Schalter auf und zu macht, eine Induktivität auflädt, über die Batterie mit kurzzeitig mit einem ziemlich hohen Strom und dann einfach über den großen Widerstand dieses Weidezaunes zur Umgebung entlädt. So ungefähr zumindest in dieser Art. Und ja, das ist eben dann eine sehr schöne Lösung dieser Aufgabe 164 zum Schaltvorgang in einem Netzwerksimulator wie LTSpice. Und zwar ohne, dass man da recht umständlich einen Schalter verwenden muss, sondern indem man einfach den Einschaltvorgang und den Ausschaltvorgang getrennt betrachtet, was viel schöner und viel zielführender ist.